Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Heute ist unser letztes Video von diesem Mini-Album-Tutorial. Und diese Seite, und zwar ist es die Pop-Up-Seite, die möchte ich jetzt mit euch dekorieren. Alle anderen Seiten habe ich bereits dekoriert und die zeige ich euch jetzt dann auch im finalen Flip-Through, werde ich dann alles zeigen. Rausgesucht habe ich mir für diese Seite einmal diesen Kamin. Davon habe ich mir schon was das unten drunter weggeschnitten, da waren so Geschenke dran. Also es ist nicht mehr vollständig. Aber damit möchte ich euch auch zeigen, dass man diese Ausstanzungen oder dass man solche Sachen auch zerschneiden kann. Man muss sie nicht als Ganzes benutzen. Also ich habe jetzt vor, das hier zu benutzen. Ich habe mir noch diesen süßen Waschbär ausgesucht. Den möchte ich auch benutzen. Dann habe ich mir diesen Geschenkeanhänger ausgesucht. Da möchte ich euch mal zeigen, was man damit auch machen kann. Dann noch diese kleine Gans, die habe ich bereits ausgeschnitten und eventuell diese Nikolausstrümpfe, weil hier auch einer dran war. Ich schaue mal, ob ich das jetzt noch benutze. Als erstes möchte ich euch mal zeigen, was man mit so einem Geschenkanhänger machen kann. Wenn wir jetzt die Pop-Up-Seite öffnen, haben wir hier ein ziemlich wildes Papier, sage ich jetzt mal, wo viel los ist, was ich auch nicht dekorieren werde. Das werde ich so lassen, wie es ist, aber die grünen Seiten, da haben wir ja hier eine Seite und auf der anderen, die möchte ich jetzt damit dekorieren. Und das mache ich so, da habe ich nämlich schon angefangen zu schneiden, dann ist mir eingefallen, ach ja, das könnte ich eigentlich vor der Kamera machen, das findet ihr bestimmt interessant. Also das schneide ich mir jetzt raus und zwar schneide ich mir das jetzt komplett raus mit dem Waschbär, sodass ich quasi wie so ein Namensschild habe, wo ein Waschbär dran ist. Genau, das heißt, es bleibt dieser Teil hier übrig und den möchte ich hier mittig draufkleben. Dann ist quasi die Seite eine Seite, die komplett grün ist, wo ich hier ein schönes Foto einkleben kann. Und hier unten kann ich vielleicht noch ein Datum dazu schreiben oder irgendeine kleine Notiz. Das färbe ich mir jetzt aber noch ein. Dann kann ich mir das hier unten hinkleben. Und ich denke, ja, also ich lasse mir diese Partie hier noch offen. Ich denke zwar nicht, dass ich sie gebrauchen werde. Ich glaube nicht, dass das Foto so groß sein wird, aber sicherheitshalber mache ich das jetzt mal. Genau, das ist dann die Deko für diese Seite. Und bei unserem Pop-Up-Element werde ich das hier auch so lassen, wie es ist. Da möchte ich dann einfach nur ein Foto reinkleben, was ein bisschen größer ist. Also da denke ich, brauchen wir keine Deko mehr. Und das gleicht sich auch dann schön aus. Wenn hier etwas ist und hier etwas ist, dann ist das auf der Seite auf jeden Fall passend. Und das Gleiche mache ich jetzt mit diesem Stück auf der anderen Seite. Und da ist ja eigentlich so ein Anhänger dran, also so eine Art Schnur, die schneide ich mir aber weg. Die Gans, die wollte ich hier noch mit hin dazusetzen. Ich denke, das passt ganz gut, weil ja hier der Schlittschuh ist und da, genau, die klebe ich mir hier so vorne hin und lasse das obere aber auch wieder frei. Habe ich das Einfärben vergessen? Genau. Und dann schneide ich mir noch den kleinen Waschbär aus. Also da möchte ich das ganze Quadrat hier nehmen.
Das schneide ich mir auch noch aus. Genau, das denke ich, sieht ganz gut aus. Wenn das eine oben und das andere unten ist. Genau. Das heißt, das klebe ich hier unten und an der Seite fest. Also hier und hier. Und das hier werde ich nur hier oben festkleben. Und wenn man dann das Foto draufklebt, kann man das immer noch festkleben, indem man dann das so ein bisschen anhebt und Kleber dran macht. Genau. So, dann haben wir diese Seite jetzt dekoriert gemeinsam. Und jetzt zeige ich euch das ganze Album, wie es fertig dekoriert aussieht. So, und so sieht jetzt das fertige Album aus. Hier haben wir einmal das Cover. Für alle, die meine Videos nicht gesehen haben, das ist ein interaktives Mini-Album, was ich zusammen mit euch gebastelt habe. Jeden Sonntag kam ein neues Tutorial und alle Tutorials könnt ihr auf meinem Kanal finden. Ich glaube, ich habe schon eine Playlist erstellt. Wenn nicht, werde ich das noch machen. Dann könnt ihr euch die ganzen Videos dazu nacheinander anschauen und Seite für Seite auch nachbasteln, falls euch dieses Album gefällt. Beim Cover haben wir ja ganz schön mit diesen zuckersüßen Tierchen gespielt. Da haben wir ja einmal mit den Foam Tapes so ein bisschen eine 3D-Szene aufgebaut. Hier ist die Igeloma, die wärmt sich gerade auf mit ihrer heißen Schokolade. Der Waschbär, der hat sich schon seinen Nikolausstrumpf geholt und schaut mal rein, was drin ist. Dann haben wir hier den Spruch It's Christmas Time, also es ist Weihnachtszeit. A December to Remember habe ich hier vorne mit braun foliertem Papier hinterlegt, auch ein bisschen mit Foam Tape, damit es hervorgehoben wird. Ich finde, das ist ganz passend, ein Dezember, an dem man sich erinnert. Ein guter Titel, den man eigentlich sehr gut nehmen kann, auch wenn man noch gar nicht weiß, was für Fotos hier reinkommen. Dann haben wir hier den kleinen Hasen, der auch schon anfängt, Geschenke auszupacken vom Weihnachtsbaum. Der ist auch mit Foam Tape etwas nach vorne geklebt worden. Und wir haben hier noch das Mäusepärchen. Die finde ich ja auch so zuckersüß. Auf die Bindung habe ich mir diesen Schriftzug vom Cover von diesem Block genommen. Ich fand das so süß mit den einzelnen Elementen. Hier sitzt zum Beispiel der Waschbär auf einem Buchstaben. Und hier haben wir eine Nikolausmütze auf dem O. Das fand ich so cool. Die Lichterkette hat mir auch sehr gut gefallen. Und der Nikolausstrumpf war eigentlich bei dem Buchstaben E. Aber das hätte von der Breite her nicht mehr hier reingepasst. Deswegen habe ich den abgeschnitten und einfach zum S hingeklebt. Und für die Rückseite habe ich mir jetzt noch gar nichts draufgeklebt. Also entweder kommt da mein Stempel drauf oder ich schaue mal, was so übrig bleibt, wenn ich das Album fertig beklebt habe und mache dann was drauf. Also das ist für mich so am unwichtigsten, sage ich jetzt mal, die Rückseite. Deswegen habe ich da jetzt noch nichts draufgeklebt. Und dann geht es auch schon los mit der ersten Seite. Auf der ersten Seite habe ich mir das Thema heiße Schokolade so ein bisschen angeschaut. Das ist ja unsere Seite, wo die einzelnen Seiten immer größer werden. Und hier haben wir unsere Taschenseite, wo wir alles Mögliche reinmachen können. Und da habe ich hier einmal diesen kleinen Kandidaten, der trinkt hier gerade seine heiße Schokolade. Und passend dazu habe ich mir diese heiße Schokolade ausgeschnitten. Das war eigentlich so ein Kreiselement bei den Sachen zum Ausschneiden. Da habe ich mir die Tasse einfach rausgeschnitten und habe mir noch einen Schriftzug angehängt und auch mit einem braun folierten Papier so ein bisschen hinterlegt. Da steht dann drauf: Snow is falling, hot cocoa is calling. Also der Schnee fällt und es schreit nach heißer Schokolade. Ich fand, das hat irgendwie so cool zusammengepasst. Und wenn wir dann die Tasche öffnen, haben wir hier die Rentierdame. Die trinkt auch gerade gemütlich einen Weihnachtspunsch. Und ich habe jetzt einfach hier so ein paar Restpapiere. Das ist jetzt nicht das ideale Papierformat oder Fotoformat, aber nur, dass ihr es euch ungefähr vorstellen könnt. Da könnt ihr dann das Foto so dahinter kleben. Und ja, das sieht ganz gut aus vom Format her. Das würde eigentlich perfekt passen vom Rahmen her. So würde das dann aussehen, wenn ein Foto dahinter klebt.
Dann haben wir hier ja unsere Tasche. Da habe ich auch ein bisschen gespielt mit den einzelnen Sachen. Und zwar, das haben wir uns ja schon ausgeschnitten gehabt, dieses Merry Christmas to you. War dann aber doch nicht passend für das Cover. Deswegen habe ich mir jetzt da die Nikolausmütze draufgesetzt und anschließend dann mit dem braun folierten Papier hinterlegt. Und so ist das jetzt zu einem Schriftzug geworden. Finde ich, sieht auch voll cool aus. Damit habe ich jetzt die Tasche dekoriert. Und wir haben ja einzelne Fototags für die Tasche gemacht. Und übrigens kann man dahinter auch ein Foto kleben. Also eins im Hochformat oder vielleicht im Querformat. Das könnte man auch hier in das Braune hineinsetzen. Würde auch cool aussehen. Und dann vielleicht hier noch eine kleine Deko dazu. Wie gesagt, viele Sachen werden dann noch dekoriert, wenn ich dann im Endeffekt Fotos eingeklebt habe. Jetzt haben wir ja hier dieses Fotokärtchen. Das haben wir ja zusammen dekoriert. Und da werde ich einfach die Fotos in dem Format draufkleben, sodass nur noch so ein kleiner schwarzer Rand entsteht. Ich denke, das sieht dann ganz gut aus. Das gleiche werde ich auch hier so machen. Genau. Und hier haben wir ja unsere Postkarten gemacht, wo wir einfach dahinter ein großes Foto setzen können und auch eben dann diesen schwarzen Rand haben. Ich denke, das sieht dann auch richtig cool aus. Jetzt kommen wir zu der Seite, die immer größer wird. Also da wäre natürlich ein kleines Foto richtig cool, was man hier so reinsetzt oder... Könnte man bestimmt auch mit zwei Fotos arbeiten, je nachdem, was für Formate man eben hat. Heutzutage gibt es ja alle möglichen Fotoformate. Mit den selbstdruckenden Fotos ist es natürlich auch möglich. Ich denke, so ein Foto würde auch gehen in dem Format, was man dann so dahinter klebt. Das sieht bestimmt auch richtig cool aus. Und wenn wir dann die Seite öffnen, habe ich hier den Schriftzug. Also ich hole euch jetzt ein bisschen näher, damit ihr das einfach besser seht. Cozy Nights, also gemütliche Nächte oder kuschelige Nächte. Und hier habe ich so ein kleines Geschenk draufgeklebt. Das habe ich aber auch komplett draufgeklebt, weil ich denke, da wird es schon reichen, wenn wir hier... ich habe einfach nicht das richtige Format dafür. Also es müsste ein bisschen größer sein, wenn wir dann da ein Foto reinkleben. Das ist jetzt leider zu groß. Hier habe ich das hinten ein bisschen offen gelassen, sodass ein Foto noch dahinter Platz hat. Also ich denke, das Foto müsste dann in dieser Größe sein, damit das passt. Und wenn wir dann die Seite öffnen, habe ich jetzt das hier so dekoriert, dass hier auf beiden Seiten eben die Geschenke sind. Das habe ich übrigens vom Kamin weggeschnitten. Das waren die ganzen Geschenke am Kamin. Und nee, nicht Kamin, das war ein Ofen, was wir vorhin benutzt haben. Und ja, da kann man auch leicht was dahinter schieben. Also ich habe es nicht komplett offen gelassen, so dass hier ein Foto Platz hat. Ja, die sind alle zu klein. Habe ich leider nicht das richtige Papierformat. Wobei, das ist ein gutes Format. Genau, das wäre auch hier ein gutes Format. Seht ihr? So habe ich das gemeint. Dieses Format bräuchten wir dafür. Auch hier könnte man das dann quer nehmen. Hier könnte man es längs nehmen. Entweder komplett in der Mitte oder etwas größer und dann dahinter. Hier können wir auch senkrecht, waagrecht. Es würde beides gut aussehen. Und hier können wir dann schon wieder mit dem Format arbeiten. Und das habe ich mir eben offen gelassen, dass ein Foto dahinter Platz hat. Und wenn wir dann jetzt die Seite, die immer größer wird, öffnen, haben wir hier auch die Geschenke. Da ist dann auch Platz für ein großes Foto. Geht aber auch ein Querformat und ein Hochformat. Das würde auch gehen, also je nachdem, wie man es halt, wie viele Fotos man halt hat. Und hier haben wir dann auch schon Platz für ein großes Foto.
würde auch cool aussehen. Da habe ich diesen Spruch genommen: I ate the cookies. Sorry, Santa. Ich habe die Kekse gegessen. Tut mir leid, Santa. Das fand ich so niedlich mit dem Eichhörnchen, der da heiße Schokolade gerade trinkt. Deswegen durfte das hier hin. Und es war eigentlich ein Tag. Und ihr seht, an dem Tag war das ja alles so mit einer scharfen Kante, also quasi so abgeschnitten. Und da habe ich mir gedacht, das nehme ich mir jetzt zum Vorteil und nehme dann diese gerade Linie halt einfach für diese gerade Linie. Und so fällt es gar nicht auf, dass ich das einfach weggeschnitten habe. Und wenn wir dann die Seite öffnen, dann haben wir unsere letzte Seite. Da habe ich jetzt hier auf beiden Seiten Geschenke. Und hier einen schönen Platz für ein Foto. Das darf sogar noch größer sein, das Foto. Oder man macht hier vielleicht mehrere Formate hin. Vielleicht hier so eins. Und dann hier oben vielleicht zwei kleine Formate, je nachdem, was man halt an Fotos hat. Genau. Dann kann man hier schön spielen mit den Fotos und das sieht dann richtig cool aus mit dem Hintergrund. Das war jetzt diese Seite. Die Ausziehseiten habe ich tatsächlich so gelassen, wie sie sind, weil ich finde, das sieht so ganz edel aus. Und wenn da jetzt noch was raushängen würde, hätte ich jetzt auch nochmal, also für mich, darauf achten müssen, dass es zu dem passt. Und so viel war da ja auch gar nicht da in dem Block. Und den anderen Block wollte ich jetzt noch nicht benutzen, weil ich möchte ja mit euch noch Karten basteln mit den Restpapieren. Deswegen habe ich jetzt mich nur auf diesen 12x12 Block mal begrenzt quasi, dass ich nicht zu viel hernehme, weil ich habe jetzt eh schon alles aufgebraucht, was es in diesem Block gab. Genau, das ist jetzt die Seite, die wir zusammengestaltet haben mit unserem zuckersüßen Waschbär. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie das mit Foto aussehen wird. Also wenn wir hier unser Foto reinmachen, ich finde, das sieht ganz cool aus. Und hier ein Foto, was ja, es sieht halt schön aus, wenn diese Geschenke drumherum sind. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus, wenn dann auf beiden Seiten Fotos sind und dann. Und da würde ich auf jeden Fall auch den Rand hier so lassen und nicht überkleben. Und dann kommt ja unsere Pop-up-Seite. Und da können wir dann unsere Fotos hier reinkleben. Und die haben ja schön Platz hinter dem Eichhörnchen und auch hinter diesem Eichhörnchen. Und hier kann man einfach so ein Foto draufkleben. Ich denke, das sieht ganz cool aus. Und das gleiche natürlich auch auf dieser Seite. Und hier ist ja eine ziemlich wilde Seite, das habe ich euch ja vorhin gesagt. Aber wenn wir dann so ein großes Foto draufkleben, dann sieht das richtig cool aus, weil man dann am Rand noch die kleinen Tierchen sieht. Und dann fällt das gar nicht mehr so auf. Also dann ist das nicht mehr so wild. Da kann man zum Beispiel auch eine schwarze Mattung dann für die Fotos nehmen. Das sieht auch richtig cool aus, wenn man das so macht. Also da muss man halt überlegen, was einem gefällt. Und hier haben wir ja ein bisschen freigelassen, so dass wir das Foto dahinter kleben können. Genau, seht ihr, dann haben wir hier auch Platz für ein Foto. Können aber auch wieder mit den Formaten ein bisschen spielen. Und zum Beispiel hier, das ist zu groß, ein Querformat und hier noch ein so ein Format. So eins. Also da kann man das so hinkleben, wie man das möchte. Und das gleiche haben wir ja dann auch noch hier auf dieser Seite mit der süßen Gans. Da haben wir dann auch Platz für ein Foto oder vielleicht sogar für das größere. Also das sieht auf jeden Fall cool aus. Haben wir hier noch unsere Ausziehseiten. Und auf der nächsten Seite kommt ja schon unsere Sliding Page. Da habe ich mich für große Bilder entschieden. Habe dann auch wieder diesen Rand, der manchmal bei den Tags war, einfach genutzt und einfach hier an diesen Rand hingemacht. Und da können wir jetzt unsere Fotos schön dahinter kleben. Und das sieht sehr schön aus, wenn das so dahinter ist. Ich glaube, die Spitze werde ich mir dann noch mal lösen, bevor ich ein Foto reinmache. Genau. Seht ihr, das kann man auch so einfach wieder ein bisschen öffnen, sodass auch ein größeres Foto Platz hat. Ich denke, das sieht ganz gut aus, wenn man hier zwei große Bilder reinmacht. Dann können wir hier diese Sliding Page öffnen und da verbirgt sich ja ein geheimer Wasserfall-Effekt. Da kann
kann man also besondere Fotos reinkleben, kleine natürlich, also da werde ich sie auch so klein ausschneiden, dass man nur noch den schwarzen Rand sieht. Und da dachte ich mir, sieht es ganz cool aus, wenn ich hier wieder so Schriftzüge hinmache. Die habe ich jetzt auch hier mal mit brauner foliertem Papier hinterklebt. You made it to the nice list. Also du hast es auf die Liste gebracht, wo halt der Weihnachtsmann sagt, dass du ein braver Junge oder dass du ein braves Kind warst. Und fühle die Magie der Weihnachtszeit. Fand ich auch total süß. So, dann können wir unsere Sliding Page wieder schließen und haben hier unsere Ausziehseiten. Und ich finde, das sieht richtig schön aus, wie das jetzt hier rausguckt und hier braun ist, ganz schlicht. Und dann kommt diese Seite, da habe ich gar nichts mehr gemacht, weil ich finde, das ist einfach eine Seite, die schon so wie sie ist, wunderschön dekoriert ist. Wenn wir die Tags hier so ein bisschen bewegen, können wir diesen Wasserfall öffnen und da unsere einzelnen Fotos draufkleben. Und wenn wir hier dieses Foto draufkleben, haben wir hier diesen schönen Rand, der bleibt, und das Foto hat hier seinen schwarzen Rand. Das sieht dann richtig toll aus. Und hier haben wir Platz für ein Foto in der Größe. Also da passt ein großes Foto rein. Das sieht dann auch schön aus. Jetzt können wir das hier wieder schließen. Und auch hier können wir das öffnen und die einzelnen Wasserfallkarten uns anschauen. Und da haben wir ja an der Seite auch unsere Ausziehkarten. Und hier sieht es grün aus auf der Seite. Und da habe ich dann bei dieser sehr, sehr wilden Seite einfach nur diese zwei Schriftzüge genommen. Die habe ich mir noch ein bisschen mit dem Stempelkissen eingefärbt. Frech oder brav kann man hier ankreuzen, je nachdem, wer dann da draufgeklebt wird. Und hier ist es die Zeit für Essen, Wein und mehr Essen. Fand ich auch irgendwie lustig. Und da haben wir dann auch Platz für ein großes Foto. Und dann sieht es halt richtig schön aus, wenn dann hier ringsherum dieser Kamin zu sehen ist. Und das Gleiche auch hier. Sieht sehr nach Vintage aus, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist ja unsere große Seite. Da habe ich jetzt auf der Seite, wo das grüne karierte Papier ist, mir diesen Hasen und den Schlittschuh draufgeklebt. Und auf diesen Seiten haben wir wirklich Platz für große Fotos und können hier aber auch mit kleinen Fotos spielen. Ah, das habe ich nicht geöffnet. Also da kann man schön variieren, je nachdem, wie man es möchte. Das ist die Seite. Auf dieser Seite hatten wir das braun karierte Papier. Da habe ich die zwei süßen Mäuse wieder hingemacht und ein paar Kugeln. Da ist auf jeden Fall Platz für ein großes Foto. Hier könnte man so eins oder vielleicht Querformat. Würde hier, glaube ich, auch ganz gut aussehen. Ja, da kann man auch wieder ganz toll spielen mit den verschiedensten Fotoformaten. Und dann öffnen wir die Seite und haben hier nochmal eine große Seite, die ich jetzt gar nicht reinkriege. Moment. Und dann haben wir hier die große Seite. Da habe ich auch ganz dezent dekoriert. Hier habe ich nur ein Nikolausmützchen, ein Nikolausstrumpf. Und das hier war ein rechteckiger Tag. Da habe ich mir das jetzt einfach komplett rausgeschnitten. Und das war einfach nur ein Tag, wo ich mir das so ähnlich wie das hier jetzt geschnitten habe, damit das gleich aussieht. Und habe mir dann auch hier diesen geraden Rand hingeklebt und hier. Und da haben wir Platz für große Fotos. Das passt halt immer dahinter. Könnte man auch Querformat und Hochkant, also je nachdem, wie man es möchte. Und auch hier haben wir Platz für große. Auch hier haben wir wieder Platz für ein großes Foto. Ja, da kann man wirklich viele Fotos, schöne Fotos, besondere Fotos reinkleben. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es verschenken werde oder für unsere Familienfotos an Weihnachten nutzen werde. Mal schauen.
finde, es ist wirklich, wirklich schön geworden. Und das war jetzt das interaktive Mini-Album. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen dieses Album zu basteln. War immer spannend, jede Woche diese Videos vorzubereiten. Und ich habe auch sehr gerne eure Kommentare gelesen. Und es war immer so nett zu hören, dass ich das gut erklärt habe. Das hat mir immer gut getan, zu wissen, dass ich jetzt alles so erklärt habe, dass ihr das auch alles versteht. Und auch euer Feedback, dass ihr es nachgebastelt habt und habt und dass es auch alles gut geklappt hat. Das freut mich immer sehr zu hören. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Das würde mir natürlich auch ganz gut tun. Ich habe ja jetzt schon fast 1000 Abonnenten. Mir fehlen da nicht mehr viele. Deswegen freue ich mich über jedes Abo. Das wäre das größte Weihnachtsgeschenk, wenn ich meine 1000 Abonnenten schaffe. Da wäre ich sehr, sehr happy drüber. Also da freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Und ansonsten erwartet euch heute noch ein Video, wo ich den Adventskalender von meiner Schwester mit euch zusammenpacke. Das wird ein rosa-goldener Adventskalender, den ich ein bisschen anders machen möchte als wie die bisherigen, die ich euch jetzt letzte Woche gezeigt habe. Und es kommt auch die Woche wieder ein Harry Potter Journal Video. Und dann beginnt unsere neue Reihe an Videos, und zwar 10 Tage Basteln im Dezember mit mir. Und darauf freue ich mich auch schon riesig. Ich habe mir auch schon meine Ideen gesammelt und ihr habt mir ja auch ganz tolle Ideen in die Kommentare geschrieben. Könnt mir aber natürlich nach wie vor immer noch was in die Kommentare schreiben, falls da irgendwas euch wichtig ist, was ihr gerne mit mir zusammen basteln wollt. Das kann man bestimmt auch noch irgendwie mit reinkriegen, ja? Also ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.